Herzlich willkommen zu Windows 11 und ich wollte euch Windows 11 einfach mal kurz und bündig vorstellen. Ich gehe jetzt nicht groß auf die ganzen Funktionen ein. Ich wollte einfach nur zeigen, was Windows 11 so kann und ob sich der Umstieg für euch lohnt oder ob das vielleicht eher doch keine gute Idee ist. Windows 11 ist ja gerade in letzter Zeit so ein bisschen umstritten, weil es ja so ein bisschen die Game-Performance negativ beeinflusst. Aber das letzte Update soll ja hier auch Abhilfe geschafft haben, zumindest größtenteils. Schauen wir uns erstmal Windows 11 allgemein an und da hat sich natürlich so ein bisschen was von der Optik getan, wie ihr sehen könnt. Ich finde es aber sehr ansprechend. Es gefällt mir sehr gut. Ja. Wenn ihr Apps habt, die ihr jetzt zum Beispiel direkt ansteuern möchtet, könnt ihr die natürlich wie früher auch hier einfach in die Taskleiste hineinschieben. Das zeige ich jetzt gerade mal hier anhand von den Filezilla. Ich löse es jetzt einfach mal hier und schiebe ihn dann einfach wieder ganz gediegen in den Bereich hinein, wo ich ihn haben möchte. Und schon ist Filezilla halt wieder da. Ja, kommen wir jetzt mal zu dem Bereich Start. Da hat sich natürlich einiges geändert im Vergleich zu Windows 10. Ich finde, es sieht aber sehr übersichtlich aus und natürlich werden jetzt hier Apps angeheftet und da sind jetzt in der Regel einige Apps angeheftet, die ihr gar nicht mögt. Da könnt ihr dann hingehen und könnt diese Apps dann natürlich einfach entfernen. Könnt aber auch Apps, die ihr möchtet, da hinzufügen. Da geht ihr einfach auf den Punkt alle Apps. Da werden euch übrigens auch alle Anwendungen angezeigt, die installiert sind. Und wenn ihr dann eine App hinzufügen möchtet, dann drückt ihr zum Beispiel hier auf an Start anheften, also die App auswählen, mit der rechten Maustaste drauf. Und dann, ne, dann wird das hier anheften. Es wird gerade lösen angezeigt, weil es ja schon angeheftet ist. Ja, seht ihr, das Acrobat Reader ist hier angeheftet. Und wenn ihr den nicht mehr möchtet, einfach von Start lösen. Und schon das Ganze wieder weg. Ja, ich finde das eigentlich ganz praktisch. Und die wirklich, wirklich wichtigen Apps, die könnt ihr ja hier unten festhalten. Insofern habt ihr dann einen Schnellzugriff auf die Apps. Das habe ich hier mit diesen Apps hier gemacht. Also auch einen Editor habe ich hier festgehalten, weil ich ihn öfters brauche. Skype, Spotify, Word und solche Dinge. Ne? Alles, was man halt öfters benötigt, das ist hier unten in der Taskleiste festgehalten. Ich finde es auch sehr gut, weil das mache ich schon seit Jahren so. Jetzt nochmal zum Windows 11 Startmenü. Das habe ich euch vergessen zu sagen. Ihr könnt natürlich auch Ordner erstellen, wenn ihr jetzt quasi zwei Apps habt, die ähnlich sind, dann könnt ihr die hier auch hier in so einen Ordner hineingeben und den Ordner natürlich auch beschreiben, zum Beispiel Buchhaltung. Und dann habt ihr alles. Ah, das ist eine klasse Sache, ne? Gerade wenn es jetzt hier um Games geht zum Beispiel, hier habe ich ja auch einige. Oder hier zum Beispiel OBS Studio, Skype und solche Dinge, aber ich kann mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwie, da ist es hier, das Button, ne? Dann gehe ich einfach hier hin und tue das einfach hier rein. Seht ihr? Und dann habe ich hier meine Games drin und starte ein Stückchen. Punkt. Und schon habe ich das Ganze schön strukturiert. Ja, ganz praktisch. Ist natürlich hier auch ganz super, wenn man dann hingeht und einfach hier. So. Das kennt man so ein bisschen vom Handy her, ja. Vom iPhone zum Beispiel kennen das ja viele, wenn er einfach die Apps nimmt und einfach aufeinander hebt, aufeinander schiebt, ne? So wie ich das jetzt gerade hier mache. Natürlich klasse, weil dann könnt ihr halt eine ganze Menge Apps, die jetzt im selben Bereich passen, alle direkt dort unterbringen. Ja, also hier zum Beispiel Aufnahme, ja. Ups. Manchmal ziehen die weg, da muss man halt ein bisschen. Ah. Ich sehe schon, das Ding will die ganze Zeit mit mir Katzen und Maus spielen gerade. So, aber jetzt. Jetzt habe ich es geschafft. Und dann könnt ihr natürlich auch alles, was so Aufnahmen macht, ja, wie hier, dann einfach direkt in den Ordner reinschieben. Ich finde das super, ja. Ist auch erst seit dem Update hier möglich. Vorher war das gar nicht möglich gewesen. Also ist jetzt kein Feature, dass das von Haus aus da ist. Sondern das hat Microsoft hier mit dem Update nachgeliefert. Okay, ja, das wollte ich schon mal zeigen. Es ist, denke ich mal, eine ganz interessante Geschichte, gerade wenn ihr da in dem Bereich ein bisschen mehr ordnen möchtet und ein bisschen mehr
Informationen unterbringen möchte. Das ist eigentlich ganz praktisch. Die konnte ich ganz gut nutzen. Der Rest der Apps, ja, so zum Beispiel Feedback Hub ist auch ganz interessant, zeige ich euch gerade mal. Also könnt ihr dann wirklich Probleme melden oder halt mal Feature-Vorschläge übermitteln, ist eine klasse Sache. Ist generell auch ganz gut, weil es hilft einfach Microsoft, das Windows nochmal zu verbessern. Wenn ihr einfach Microsoft-User seid und daran Interesse habt, dann gebt doch gerne mal euren Feature-Vorschlag ab. Und wenn ihr Probleme habt, dann meldet die auch gerne. Es gibt übrigens auch nochmal die Möglichkeit, nochmal den Support zu kontaktieren, wenn man dann nochmal eine Fehlerdatenbank durchgeforstet hat. Zeige ich euch auch nochmal gleich. Dürfte auch hier irgendwo aufgeführt sein. Ja, Cortana kennen wir auch alle. Alle anderen Apps habe ich jetzt installiert. Erste Schritte ist, ist für mich jetzt nicht so interessant. Ich mache es jetzt trotzdem mal offen, also auf für euch. Könnt ihr halt nochmal Apps nachinstallieren, wenn ihr die braucht. Ja. Also von daher, für mich heute ist jetzt nichts Interessantes. Wo haben wir es denn hier? Jetzt war der Feedback Hub. Dann müsste eigentlich noch irgendwo Hilfe anfordern. Hier ist es genau. Also wenn ihr Probleme habt, dann drückt einfach mal auf Hilfe anfordern und dann könnt ihr zum Beispiel sagen, was weiß ich, Windows stürzt ab. Ja. Könnt ihr jetzt auf Eingeben drücken und dann, ja, wie ihr sehen könnt, da gibt es jetzt nicht gerade große Hilfe, was das betrifft. Wundert mich eigentlich so, aber dann drückt ihr einfach auf Support kontaktieren und dann dann könnt ihr dann über die Microsoft-Seite entsprechend den Support anschreiben. So denke ich das jedenfalls. Das ist eine klasse Funktion und wer Hilfe braucht, der kann sich die dann auch bei Microsoft holen. Habe ich übrigens auch schon mal gemacht. Okay, dann kommen wir erstmal zu dem Bereich, der mich dann schon mehr interessiert hat. Das ist dann die Kamera-App. Und die ist hier. Zwar hier. Könnt ihr dann umschalten, welchen Modus ihr möchtet, ob ein Fotomodus oder ob ihr einen Videomodus machen wollt. Natürlich könnt ihr auch zwischen einzelnen Videoaufnahmegeräten umschalten, das ist alles kein Thema. Ich habe damit auch schon Aufnahmen gemacht, es hat sehr gut funktioniert. Ich bin total überrascht gewesen. Also von daher, klasse, ihr könnt auch nochmal hier Einstellungen vornehmen. Also von der Qualität her könnt ihr auch die Einstellungen nochmal setzen. Ja, ich finde das klasse. Ist eine sehr gute App. So ähnlich wie beim QuickTime, wo man dann halt auch mal schöne Sachen aufnehmen kann. Also das geht hier auch wirklich sehr gut mit der App. Könnt auch damit so Bildschirmaufnahmen machen und solche Dinge. Wenn ihr halt die richtige App installiert habt, dann könnt ihr darüber dann quasi gehen und dann habt ihr dann hier quasi einen Bildschirm drauf und könnt ihr darüber dann ganze Bildschirmaufnahmen aufnehmen. Ist eine klasse Sache, funktioniert sehr gut und wie gesagt, deswegen haben wir gedacht, empfehle ich euch mal diese App. Die Kamera-App ist echt eine klasse Sache, versucht sie mal. Ist meiner Meinung nach eine schöne Erneuerung. So, dann gehen wir mal auf die weiteren Apps hier ein. Maps ist glaube ich auch neu. Ja, das ist das beim Zugriff ist so eine Frage. Also irgendwie, wenn er jetzt hier sagt, dass ich hier bin, dann stimmt das nicht. So. Und das ist ja direkt mitten in Frankfurt. Ja. Und hier kann man dann meinen Standort machen. Bin ich mal gespannt. Warte einfach mal. Hoffentlich mein Hauptbahnhof. So, dann schauen wir mal jetzt mal. Ey, der ist so eine Flasche, ey. der hat es echt nicht drauf. Also,
Da bin ich ein bisschen enttäuscht, weil vom Standort her muss ich echt sagen, ist das natürlich nichts. Mein Standort zeigen, also er hat das definitiv nicht gescheckt, wo ich bin. Aber wenn man ihm dann wirklich sagt, wo man ist, ja, so was ich würde es jetzt hier nochmal löschen, würde jetzt nochmal eine neue Wegbeschreibung machen, würde jetzt sagen. So, und jetzt gehen wir hier hin. Dann müsste er es korrekt machen. Ja, dann macht das richtig. Genau. Das passt schon eher, genau. Richtig. Na, also das ist nicht schlecht. Jetzt schaue ich mal, ob man sich das Ganze auch so schicken lassen kann. Das wäre natürlich schön. Ah, es gibt hier nur die Option. Freigeben, okay, freigeben. Ja, Smartphone-Link kopieren, das geht eigentlich. Bei macOS hat man halt nochmal hier die Möglichkeit, das dann halt fürs Handy aufs Handy zu schicken. Jetzt ist das halt hier gerade nicht verbunden, aber ansonsten würde es natürlich auch gehen. Gehe ich jedenfalls mal stark davon aus. Also ihr seht, die Möglichkeit zu teilen ist auf jeden Fall auch vorhanden. Ich finde das ganz wichtig, weil man guckt sich ja meistens immer am Rechner so ein bisschen an, wie man jetzt fahren muss. Dann schickt man sich die ganzen Informationen aufs Handy und dann geht das Navigieren ja los. So mache ich das jedenfalls. Ist nicht übel. Aber das vom Standort, das geht definitiv besser. Ja. Gut, dann kommen wir nochmal zum. Die Mail-App, die ist ja alt, die kennt ja jeder. Da hat sich jetzt auch nicht viel getan. Ich mache sie trotzdem jetzt mal auf. Ich habe jetzt nichts hinzugefügt. Seht es mir bitte nach, dass ich die selbst nicht nutze. Ich nutze hier Thunderbird. Der ist ganz gut. Der ist auch kostenlos und der macht seine Arbeit wirklich 1A. Aber wer jetzt wenig Mails hat, der sollte wirklich das Windows Mail gerne mal ausprobieren. Das ist wirklich eine tolle Sache. Habe ich viele Jahre lang auch benutzt. War auch sehr zufrieden gewesen, muss ich sagen. Bin dann irgendwann zu Apple halt umgeswitcht. Schauen wir uns nochmal, was jetzt hier an weiteren Apps ist. Medienwiedergabe, also das ist der Medienplayer. Da hat sich jetzt auch ein bisschen was geändert, wie ihr sehen könnt. Und er macht ja einfach die Files auf. Musik. Ja, und könnt ihr alles so entsprechend wiedergeben. Ja, an Optionen, ja, muss ich echt sagen, ist ein bisschen mau. Wenn man das jetzt so schaut, gibt es noch die Einstellungen hier. Aber wirklich viel ist da jetzt auch nicht zu finden. Ja. Ich muss sagen, haben sie vielleicht so ein bisschen verkümmern lassen, den Player hier. Natürlich auch eine URL öffnen, aber wie gesagt, ich finde, sie haben mir ein bisschen verkümmern lassen. Aber der Media Player, der war ja vom Windows noch nie so mega gut gewesen. Ich habe ihn auch mal eine gewisse Zeit lang benutzt und habe ich immer nur ein VLC benutzt, weil er einfach nur am besten gewesen ist. Der VLC, der ist schnell geladen, der frisst alles und der kann auch voll viel und es ist einfach da, hat er vom Windows einfach den Kürzeren gezogen gehabt. Der Microsoft Edge. Ja, so, sag mal, den Microsoft Browser solltet ihr sowieso nicht mehr installieren, also installiert euch am besten Firefox, den Chrome, Safari würde ich auch nicht empfehlen, der wird ja nicht mehr supported von Apple für Windows, also den auch bitte auch nicht mehr installieren. Und Opera nutze ich persönlich sehr gerne, also auch auf meinem Mac, da kann ich euch empfehlen, Opera ist echt toll. Ich nutze hier aber auf dem, überraschenderweise den Google Chrome. Ja, okay, dann haben wir hier nochmal Todo, finde ich auch ganz gut. Könnt ihr halt nochmal eintragen, was, ne, habe ich hier noch ein paar Sachen eingetragen, was mit Lebensmittel ausschaut. Ansonsten haben wir hier unten natürlich nochmal hier den Bereich, dass die Apps hier angezeigt werden, die nochmal geladen sind. Also auch Virenscanner und solche Dinge, Grafiktreiber, alles das wird hier angezeigt. Ansonsten haben wir hier halt nochmal die Möglichkeiten, das ist auch
cool gemacht, ist auch eine Neuerung, dass wir jetzt natürlich hier Bluetooth ein- und ausschalten können über einen Knopf. Ne? Den Flugmodus können wir ganz gediegen aktivieren. Mache ich jetzt alles nicht, sonst würde jetzt keinen, es würde jetzt die Verbindung hier abbrechen, weil das Ganze über Fernwartung läuft. Und einen Nachtmodus haben wir natürlich auch, Barrierefreiheit auch im Projizieren. Also es ist, ne, es ist viele Möglichkeiten gegeben und ihr könnt das Ganze natürlich ja noch ein bisschen anpassen. Gut, ja. Jetzt möchten sich einige fragen, ja, wie komme ich denn jetzt zu den Einstellungen? Ja, könnt ihr hier die Systemeinstellungen, die Systemsteuerung einfach eingeben und habt ihr das hier aufgeführt. Ja, das habt ihr meistens erst in kleinen Symbolen aufgeführt, dann müsst ihr es einfach in größeren Symbolen ändern. Ich finde das aber generell auch ziemlich klein. Und dann habt ihr halt auch Zutritt, also Zutritt zu den ganzen Optionen hier, also Energiesparoptionen, ne, also das ist alles wie gehabt, ne. Das ist jetzt nichts Neues. Die Optionen, die bei Windows 10 dort waren, die sind ja auch hier auch noch vorhanden. Ne? Auch Schriftarten und solche Dinge. Alles noch an seinem Platz, wie es vorher auch gewesen ist. Das sieht auch noch genauso aus. Hat sich jetzt nicht viel geändert. Ne? Ja, ansonsten gibt es natürlich auch hier die Möglichkeit, die Einstellungen aufzurufen. Hatte ich ja auch gerade eben schon mal aufgehabt. Und ich mache das mal ein bisschen weiter auf. So, dann seht ihr auch schon, da gibt es auch nochmal so ein paar Einstellungsmöglichkeiten hier. Sehe ich Bildschirm zum Beispiel. Genau, ist ja Remote-Sitzung, ne? Deswegen ja, ist es jetzt gerade so. Ihr könnt hier auch so einen Nachtmodus aktivieren, könnt ihr manuell aktivieren, könnt ihr aber auch zu einer bestimmten Uhrzeit aktivieren lassen, ne? Wenn ihr es hier festlegen. Oder halt von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, ne? So mache ich das jedenfalls. Finde ich ganz gut, weil dann kann man halt besser schlafen. Ist dann so. Ist auch gesünder für die Augen. Skalierung, ja. Textgrößen, solche Dinge. Ihr könnt da echt vieles einstellen. Gerade für die Barrierefreiheit ist das, finde ich, mal ganz gut gemacht. Ansonsten habt ihr halt nochmal die Möglichkeit, auch nochmal die Leistung der einzelnen Apps anzupassen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, das ist jetzt eine App, die hat jetzt sehr energiesparend, das geht nicht, die braucht deutlich mehr Leistung, dann könnt ihr das jetzt hier entsprechend einstellen. Dann habt ihr dann, ne, keine Optimierung für Fensterspiele verwenden zum Beispiel, könnt ihr auch nochmal einstellen. Ne, dann ist das auch geändert, ja. Finde ich auch schön. Kommen wir zum Punkt Sound. Ja, sage ich mal, da ist alles aufgeführt, was jetzt ein Ausgabegerät betrifft. Da das jetzt hier über Remote läuft, ist das natürlich jetzt ein bisschen anders da, als es normalerweise wäre. Deswegen sieht es ein bisschen nach. Ich habe das hier alles beim Mac gerade remoten, weil ich halt die Aufnahme hier besser machen kann. Und ja, deswegen ist jetzt hier auch Remote Audio da. Und deswegen gibt es jetzt halt noch speziell nicht alle Optionen hier. Könnt aber noch Mono Audio erstellen. Das heißt der linke und der rechte Audiokanal, die werden in einem einzigen Kanal verschmolzen. Das ist auch ganz praktisch unter bestimmten Bedingungen. Ja, Gerät zum Sprechen, Aufzeichnen, Auswählen, es ist gar nichts aus, es ist gerade nichts aufgeführt. Sonst könnt ihr natürlich auch Geräte hinzufügen. Was sehe ich, zwei Bluetooth-Geräte müssten hier, genau, ne, könnten hier aufgeführt werden, genau. Also, da ist einiges möglich und ihr könnt es ja auch gerade schon sehen, ne, also im Windows und natürlich auch Xbox-Controller und solche Dinge, das ist alles ohne weiteres möglich, alles kein Thema. Braucht natürlich auch einen Bluetooth-Adapter, ohne geht es natürlich nicht, das ist klar, ne. Also euer Rechner muss auf jeden Fall Bluetooth unterstützen. Wenn ihr einen Laptop habt, dann ist kein Thema. Aber wenn ihr einen Desktop-Rechner habt, dann prüft das immer vorab, wenn ihr das braucht. Ja, nochmal hier die Audiogeräte. Wie gesagt, da ist jetzt halt nichts aufgeführt. Ne? Lautstärkenmixer. Es ist auch nicht viel aufgeführt. System-Sounds, ist klar. Ne? Und allgemeine Sounds. Benachrichtigungen sollte eigentlich eben klar sein. Dann gibt es noch einen Punkt, bitte nicht stören. Das heißt, wenn ihr eure Ruhe haben möchtet, gerade beim Zocken seid oder einfach konzentriert arbeiten möchtet, dann
könnt das aktivieren, dann bekommt ihr, jedenfalls keine Mitteilung. Und also nichts, das euren Flow unterbrechen würde, ja. Ihr könnt natürlich auch hier bitte nicht stören automatisch aktivieren, das heißt zu einer bestimmten Uhrzeit zum Beispiel oder beim Spielen eines Spiels, ne, also solche Dinge sind hier schon vorher festgelegt. Auch Prioritätsbenachrichtigung ist auch hier vorhanden. Ja, ihr könnt ja auch nochmal einstellen, von welchen Apps ihr überhaupt Benachrichtigungen haben möchtet. Von welchen Apps ihr natürlich nicht, könnt ihr entsprechend das Häkchen einfach aus- oder einschalten und könnt auch nochmal hier nochmal die Benachrichtigungsart festlegen. Also ich finde ich ganz gut, ist einiges an Einstellungen möglich. Fokus, ja, das ist glaube ich dasselbe wie wir gerade eben hatten. Ne? Ja, so etwas auch, ne? Sitzungsdauer. Interessant, ja. Das ist ja noch ein bisschen konkretisiert und fokussiert. Blenden, Abzeichen, Tastleiste aus, okay. Das ist dann wirklich so, dass das alles, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise euren Fokus ablenken könnte, in dem Moment für 30 Minuten mindestens mal deaktiviert wird. Ja. Das heißt, ihr kriegt von Windows überhaupt keine einzige Benachrichtigung. Es wird kein Icon aufblinken oder irgendwelche Töne geben oder so. Absolute Ruhe für 30 Minuten. Oh, Leistung. Ja, ich denke, das sollte den meisten eigentlich im Griff sein. Da kommen wir dann hier zu den Energiespareinstellungen. Hier nochmal eine Info dazu. Und hier auch nochmal. Genau. Leistung optimieren. Jetzt kann man dann, wie gesagt, alles so ein bisschen in Stromverbraucheinstellungen festlegen. Da ich einen Desktop-Rechner habe, habe ich natürlich Leistung optimieren gemacht. Wenn ihr jetzt ein Notebook habt und viel unterwegs seid, dann sollte das natürlich ausgeglichen sein oder vielleicht die FN-Akku optimiert sein. Wenn man jetzt keine Games spielt oder so, ist das ja auch nicht so schlimm. Finde ich hier ganz gut, Punkt Speicher. Warum finde ich das gut? Weil man endlich mal aufgeführt bekommt, wo denn der ganze Speicher auf der Festplatte überhaupt liegt. Das heißt, wie ist der aufgeteilt? Ja, wie viele Apps habe ich? Wie viele Bilder habe ich? Wie viele Videos habe ich? Und wie viele temporäre Dateien habe ich? Temporäre Dateien, das ist eigentlich, das sind alles Tem, das sind auch die das müsste eigentlich die Auslagungsdatei von Windows auch enthalten. Schauen wir gerade mal hier, wie es aussieht. Ja, geil. Einfach mega gut, weil ihr habt auch gleichzeitig die Möglichkeit, diese ganzen Dateien zu entfernen. Gut, hier ist es natürlich anders, da wenn ihr jetzt hier drauf drückt, zum Beispiel beim Musikstück erstmal drauf, dann kriegt man natürlich die Musik angezeigt, wenn man die dann sehen möchte, ja. Bei Dokumente und bei installierten Apps dürfte das eigentlich ähnlich sein, genau. Da kann man auch mal sagen, hey, sortieren, Datum der Installation zum Beispiel. Wenn ihr dann irgendwelche Apps hin möchtet, eigentlich müsste es eigentlich auch die Möglichkeit geben zu sehen, welche Apps man zuletzt benutzt hat, aber das wird hier irgendwie gar nicht mehr angezeigt. Finde ich schade. Ja. Ansonsten habt ihr noch hier die Ansichten. Auch ganz praktisch, weil ihr halt auch nochmal die Daten sehen könnt. Sind jetzt mehr komplett wieder rausgekommen hier. Genau. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Also das mit dem Speicher finde ich super. Vor allen Dingen, dass auch andere Datenträger aufgezeigt werden können, finde ich auch toll. Hat übrigens macOS auch. Kann ich euch eigentlich gerade mal zeigen, wie das aussieht. Moment. Seht ihr? Das ist so ähnlich, ne? Das ist genau sowas. Also das, so sieht das jetzt bei macOS aus. Ja. Weil man genau sehen kann, okay, man hat jetzt hier so und so viele Dokumente. Aber ich finde das Ganze ein bisschen irreführend. Wobei nicht unbedingt. Es sind aber nicht alles Dokumente, was hier aufführt, ja. Für mich sind das gesehen keine Dokumente. Aber gut. Ja.
Weil er füttert ja halt hier alles auf. So, warte mal, komm jetzt erstmal mal. So, Punkt. So, jetzt. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem Bereich Speicher bei macOS, um das mal zu verdeutlichen, was für ein Vergleich das ist. Da könnt ihr es auch sehen, dass es hier auch so ähnlich ist wie bei Windows auch. Ne? Da sieht man auch, wie die Auslastung hier aussieht, und von daher ist das schon eine tolle Sache. Man kann jedenfalls nachprüfen, und wenn irgendwelche, wenn irgendwo der Speicher, sage ich mal, geprüft werden muss, drückt ihr einfach drauf und dann könnt ihr dann entsprechend schauen. Ja, hier ist zum Beispiel beim Mail, sind es jetzt 59 GB, ja. Fotos sind 2,74 GB. Das stimmt natürlich nicht, weil ich nehme mir bei Fotos was ganz anderes, aber das weiß er halt nicht. Und bei Dokumente, ja, da schiebt er halt alles rein. Ne? Und Programme kann man sich hier auch aufzeigen lassen, und dann zeigt er hier die ganzen Programme entsprechend an. Ne? Also ist wie bei Windows auch, ne? Wie man sehen kann, genau dasselbe. Also er zeigt das, was den Speicher betrifft, genauso an. Ne? Also von daher finde ich cool, dass sie sich so ein bisschen daran orientiert haben, weil es gibt einfach ein bisschen mehr Überblick und man kann viel besser sagen, wo jetzt der Speicherplatz genau sitzt oder wo er gelegt ist. Sagen wir es mal lieber so. Gut, dann das wäre jetzt der Punkt Speicher. Dann in hier freigeben. Ja, das ist jetzt alles, wenn ihr jetzt irgendwelche Sachen freigeben möchtet, für euer Handy zum Beispiel oder euer Gerät. Ich bin ein bisschen vorsichtig, weil ich halt auch Nachbarn habe und die haben halt auch ihre Geräte und darf man das jetzt an jeden freigeben, weil das könnte nämlich dann böse enden. Multitasking, ja, so ein Fenster andocken hier, könnt ihr auch nochmal entsprechend eine ausschalten. Viele Registrierkarten, die ihr aktiv haben möchtet beim Edge. Wobei ich das beim Edge echt krass finde, weil der Edge wird da eigentlich gar nicht mehr so unterstützt, soll man auch nicht mehr groß schalieren, soweit ich weiß. Wird dann immer supported und hat der Microsoft die ganze Geschichte, soweit ich weiß, beerdigt. Ja, also Fenstertitel schütteln, ne, das weiß ich gar nicht, wie das geht, keine Ahnung, wahrscheinlich so. Keine Ahnung, habe ich noch nie benutzt, sowas. Und ich sagen, hat mich noch nie interessiert. Aber interessant, dass die Einstellungen hier möglich sind. Aktivierungsstatus ist aktiv, klar, Auto Keys, das sind Sachen, klar. Das geht, da geht es um die Aktivierung, Problembehandlung. Ja. Andere Problembehandlung. Ja, das heißt, wenn man jetzt irgendwelche Drückerprobleme hat oder solche Dinge, dann schaut mal drauf. Ja. Welche ausführen zum Beispiel, dann prüft er natürlich nach. Ja, es ist jetzt halt so, weil man jetzt natürlich beim Remote arbeitet. Das hätte ich jetzt natürlich auch von der Webcam zum Beispiel entsprechend das Zeug. Ne? Gut. Dann wäre die Webcam jetzt als Eingangssignal zum Beispiel auch da. Gut, das wäre jetzt der Speicher, und dann hier freigeben, Multitasking, Aktivierung haben wir jetzt auch gemacht. Problembehandlung ebenfalls, Wiederherstellung, ja. Wenn ihr euren PC wiederherstellen möchtet oder zurücksetzen möchtet. Hier steht es auch, wählen Sie es aus, ob Sie Ihre persönlichen Daten behalten oder entfernen möchten, dann installieren Sie Windows erneut. Ist natürlich ganz praktisch, weil wenn ihr euren PC verkaufen möchtet, nur da müsst ihr darauf achten, dass ihr die Festplatte wirklich ausreichend formatiert. Ja? Also so einmal kurz drüber formatieren, bitte nicht. Das ist keine gute Idee. Ich persönlich bin der größte Fan von 7-mal die Festplatte zu formatieren mit unterschiedlichen Algorithmen. Und es reichen aber eigentlich schon 2-mal. Ich bin nur paranoid, deswegen 7-mal. Und dann könnt ihr Windows installieren und dann kann da nichts passieren. Mechanische Festplatten, wohlgemerkt. Mechanische, bei SSD ist das nochmal eine andere Geschichte. Da braucht ihr auch nochmal spezielle Software. Das jetzt zum Thema Wiederherstellen. Ja, nicht, dass ihr da hingeht, weil viele machen das leider so, und das ist dann echt ganz schön kritisch, weil da braucht ihr echt manchmal viel Know-how, um die Daten zurückzuholen. So, okay, wenn man dann die Daten auf ein anderes Gerät projizieren möchte, ist auch klasse Sache. Remote Desktop, ja, das haben wir jetzt auch gerade mehr oder weniger.
Zwischenablage ist auch super wichtig, gerade wenn es dann darum geht, dass man dann mit mehreren Geräten am Arbeiten ist. Ja, das ist dann quasi so eine Liste vom Zwischenablauf, dann könnt ihr das dann quasi auswählen. Ist klasse, wenn ihr halt mehrere Sachen immer am Copy und Pasten seid, dann müsst ihr nicht jedes Mal immer irgendwo in der Datei, dann habt diese halt dort. Finde ich auch cool, fehlt bei macOS gänzlich. Info, ja, das ist halt die Info jetzt von meinem System, hier könnt ihr auch sehen, was ich da in das 11 Professional drauf habe. Es ist echt klasse gewesen, vor allen Dingen, dass man das Verlau bekommen hat. Ich habe mir einfach die Windows 10 Pro geholt und habe dann einfach geupdatet auf die Windows 11 und das hat auch wunderbar funktioniert. Okay, gut, das wäre jetzt diese Punkte hier. Bluetooth haben wir jetzt auch nochmal, da ist es leider die moderne Mobilmaus, also von Microsoft gekoppelt. Ja, ansonsten könnt ihr noch weitere Geräte entsprechend hinzufügen. Müsst ihr einfach auf Geräte hinzufügen klicken und dann werden euch diese Dinge auch hier angeboten. Ich finde, es klappt auch sehr gut, meiner Meinung nach, also bis jetzt. Also selten Probleme gehabt, außer dass mal hin wieder die Maus irgendwie mal weg gewesen war. Aber ansonsten, also dass sie halt mal spielen, weil sie mal, ich glaube alle 10 Minuten mal ganz kurz, hat sie mal die Verbindung verloren, das war ein bisschen nervig, aber mag aber auch an dem Stick einfach liegen. Ja, ansonsten Kameras, das halt verbunden ist, ja, Deepstage, sieht man jetzt hier zum Beispiel, ja, Kamera verbunden mit. Könnt ihr auch nochmal die Einstellungen hier machen, ja, Drehung machen, ja. Sich, wenn es dann darum geht, ja, irgendwo das Ganze irgendwie. Ja, es sind schon viele Möglichkeiten da. Ich finde die Kamera-App übrigens auch sehr gut. Und hier sind nochmal die Datenschutzeinstellungen für die App. Ja. Smartphone-Link auch. Also wenn ihr jetzt ein Smartphone habt, könnt ihr dann natürlich auch die Verbindung herstellen. Maus, ja. Mausgeschwindigkeit. Primärtaste, solche Dinge halt. Ne. Das kennen wir ja auch noch hier. Ne. Ist aber auch hier über die Einstellungen, ich glaube das hier, ist aber auch über die Einstellungen auch sichtbar. Ne? Da könnt ihr auch nur hier drauf drücken, dann habt ihr auch die Einstellungen hier da. Das ist kein Hexenwerk. Ihr müsst es jetzt hier nicht über diesen Bereich hier konfigurieren. Mauszeiger und solche Dinge genau selber auch. Netzwerk, das sind alles so die Punkte, die man jetzt hier alle hier in dem Bereich hier machen kann. Konnte man ja glaube ich auch im Windows 10. Mobile Hotspot ist auch eine mega coole Geschichte. Gerade wenn ihr ein Notebook habt und ja, VPN läuft ja auch über den Virenscanner, jedenfalls bei mir. Ihr könnt auch nochmal die Ethernet-Einstellungen konfigurieren. Ja. Gibt es hier nochmal die Möglichkeit zu personalisieren, das heißt ihr könnt ein anderes Background zum Beispiel nehmen. Mach das mal kleiner, damit man mindestens mal irgendwie was von dem Background sehen kann. Ich finde, ehrlich gesagt, gefällt mir hier ein Dunkel sogar viel besser. Ich lasse den so, wenn wir fertig sind. Aber ich zeige euch jetzt erstmal die anderen. Ich finde, da haben sie sich echt so ein bisschen übertroffen für die Backgrounds. Die können sich echt sehen lassen. Der sieht jetzt nicht so toll aus. Der sieht nicht schön aus, aber so der eine hat mir echt gefallen. Ah, gefällt mir auch nicht so sehr. Aber ja. Also ich finde, der hat noch irgendwie schick ausgesehen. Den habe ich ja vorher gehabt. Und ach guck mal, der tut die immer so ein bisschen anders da anordnen, je nachdem welches Design ich zuletzt benutzt habe. Ja. Aber ich finde, das sieht mega geil aus. Mir gefällt das sehr gut. Lasst uns das auch mal beibehalten. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung, dass ich euch die Punkte jetzt mit diesem Kontrast hier zeige. Aber ich finde das absolut geil, weil ich mag so einen dunklen Background. Das ist einfach cool, weil man das Helle ist manchmal einfach zu aggressiv für die Augen. Und das ist manchmal unangenehm für die Augen. Ja, hier kann man das auch nochmal einstellen. Man müsste eigentlich auch, glaube ich, einstellen können, dass es ein Geo-Show gibt, genau, dass sich halt der Background immer ändert, ne, das Ding hier zu sehen. Wir können dann sagen, hier ein bestimmtes Album, dass ich das zum Beispiel wählen,
immer ändern soll. Farben ist klar, könnt ihr auch entsprechend anpassen, wenn ihr andere Farben haben möchtet. Alles kein Thema. Ich finde die Einstellungen sind hier wirklich gut. Sperrbildschirm, ja, da habe ich jetzt einen Mindestblickpunkt ausgewählt, aber ihr könnt auch ein Bild oder eine Bio-Show nehmen, alles kein Thema. Ich habe jetzt hier bei Status des Bildschirms einfach Xbox Konsole Companion genommen. Das ist für mich einfach das Interessantere davon, weil alles andere nutze ich eh nicht. Ja. Texteingabe. Sollte eigentlich auch selbsterklärend sein, ist dann, wenn man dann halt. Soweit ich weiß, ist es jedenfalls so, dass man dann hier auch Sprachaufnahme machen kann. Finde ich ganz gut, dass das so ist. Habe ich bei Macintosh auch mal versucht, als ich meine Schulter ausgekugelt hat, aber hat leider nie funktioniert oder die App ist abgeschmiert. Fand ich echt doof. Start. Genau, das ist dann hier, ne, der Startbereich hier. Das könnt ihr hier nochmal ein bisschen festlegen. Mehr angeheftete Elemente. Ich zeige das gerade mal zum Unterschied. Seht ihr? Dann ist der Bereich hier so ein bisschen im Vordergrund. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Dann gibt es natürlich noch den empfohlenen Bereich, also den Standard. Da werden die empfohlen hier ein bisschen mehr aufgeführt. Dann gibt es nochmal meine Empfehlungen. Da wird dann nochmal ein bisschen mehr Empfehlungen ausgeführt. Das heißt genau umgekehrt. Ich würde jetzt eher mal das hier bevorzugen, weil der Rest ist nicht so interessant. Meist verwendete App zeigen. Und da muss ich sagen, ja, bitteschön, mal die meist verwendeten Apps zeigen. Da frage ich mich, wo er das genau tun will. Ich mache jetzt mal Standard, um zu gucken, ob er das irgendwo tut. Das sehe ich nicht, finde ich. Ach cool, da kann man auch nochmal hier die Ordner auch nochmal entsprechend dran pinnen. Auch mega subi. Also finde ich ganz gut von den Einstellungsmöglichkeiten, die man hier machen kann, um das Ganze nochmal ein bisschen zu personalisieren. Klar, Tastleiste ist natürlich hier auch möglich, logische Sache. Und auch Schriftarten könnt ihr auch nochmal einstellen. Ihr könnt natürlich auch Schriftarten hier hinziehen und installieren und dann könnt ihr das entsprechend ändern. Also bei Windows könnt ihr ja generell viel, was das Aussehen betrifft, ja anpassen. Ne? Das war ja auch eigentlich schon immer so gewesen. Aber ihr könnt euch da auch echt eine Menge verhauen. Wenn ihr da diese fertigen Kits holt, denn alle möglichen Apps und Fonts installieren, passt da bitte auf. Da kann es passieren, dass euer Windows echt Schachmatt setzt und dann irgendwelche Fehler habt, die ihr nicht mehr rausbekommt, ohne dass ihr das Ganze neu installieren müsst. Deswegen bin ich dann eher ein Fan von solchen Sachen, passt es lieber selbst so weit an, wie es möglich ist. Und wenn ihr dann irgendwelche Software installieren möchtet, müsst dann so minimal wie möglich. Nicht solche Dinger, die dann echt so vollgepackt sind, dass ihr echt nicht mehr wisst, wo hier vorne hinten ist, weil das kann echt böse enden. Habe ich jedenfalls in der Vergangenheit schon öfter so gehabt. Ja, Geräteverwendung, ja, klare Sache bei mir. Ich nutze es eigentlich mehr fürs Spielen, obwohl ich auch die Buchhaltung damit mache, aber halt nur die Lastschriften sonst eher auch mal um Let's Plays zu machen. Von daher, bei mir zum Spielen, wenn ihr jetzt für die Familie seid, dann ne, könnt ihr es auch so machen, könnt mehrere Prioritäten natürlich auch setzen. Ja. Ja, das wäre es auch schon, was Personalisierung betrifft. Dann haben wir nochmal den Punkt Apps. Installierte Apps ist auch klar. Also alle Anwendungen, die ihr installiert habt, habe ich euch auch schon mal gezeigt gehabt. Bei der Einstellung für Apps, Quelle, also da könnt ihr natürlich ein bisschen limitieren. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eure Oma oder sowas damit am Hintieren ist, dann wäre es vielleicht nur gut, dass es vielleicht nur von Microsoft Store empfohlen ist. Und, oder, ne? Weil wenn ihr überall macht, dann ist wirklich überall möglich. Und dann können sie natürlich auch schnell Schadsoftware einbürgern. Ne? Also alles ein Risiko halten. Ne? Das setzt halt die Sicherheit so ein bisschen außer Kraft. Gibt es bei macOS aber auch. Habe ich bei macOS auch außer Kraft gesetzt. Weil im Endeffekt könnt ihr sonst keine Software installieren, die ihr irgendwo runterladen tut. So, was haben wir hier? Auf Geräten freigeben, App-Erfahrung auf anderen Geräten fortsetzen, die mit ihrem Konto verbunden sind. Habe ich jetzt nur meine Geräte gemacht, ansonsten könnt ihr das halt auch auf anderen Geräten fortführen. Ist ganz praktisch. Habe ich mal früher genutzt gehabt.
Alias, ja. Alias ist ja die Echse, ne, hinten. Nur Ads archivieren. Apps, die nicht häufig verwendet werden, automatisch archiviert, Speicherplatz in der Bandbreite sparen. Mal verstehen. Soweit ich das Ganze verstehe, das werden die Apps dann quasi gepackt und Platz sparen weggezogen. Ne? Also die werden schon irgendwo auf dem Datenträger abgelegt, aber entsprechend Platz sparen. Was haben wir hier noch? Updates installiert, installieren, deinstallieren. Ja, das sind die ganzen. Zumindest die letzten Updates, weil hier können wir sehen. Es werden jetzt hier nur die 5 Stück aufgeführt. Ich finde das ein bisschen wenig. Ich bin der Meinung, ich habe deutlich mehr installiert. Aber wenn da eins drin ist, das jetzt zum Beispiel Probleme führen kann, dann tut ihr das einfach deinstallieren. Ist ganz praktisch. Gerade wenn dann bekannt ist, dass ein Update zum Beispiel rauskommen ist und extrem viele Probleme machen könnte und dann bei euch vielleicht irgendwelche Faxen macht, dann ist das natürlich super. Erweiterte Optionen. Das betrifft ja auch die Updates und solche Dinge. Updates über getaktete Verbindungen herunterladen. Und Nutzungszeiten zum Beispiel. Da könnt ihr alle möglichen Dinge machen. Aber das betrifft natürlich nur das Update. Ne? Das ist klar. Also es betrifft einfach nur den Punkt, dass wenn ihr irgendwie am Spielen seid oder gerade irgendwas Wichtiges machen müsst und dann, dass dann kein Update gemacht wird und der Rechner dann am Ende noch neu starten muss. Das ist halt, das ist, dass euer Flow nicht unterbrochen wird, ne? Dass ihr auch beim Spiel natürlich eure Ruhe habt. Windows Insider-Programm, ja, für wen ist das interessant? Das ist eigentlich schon interessant, die jetzt wirklich ja, sag ich mal, am Beta-Software haben wollen, solche Dinge. War gerade am Anfang, als Windows 11 ja rausgekommen ist, interessant, also als es noch nicht komplett draußen war, sondern so in diesem Insider-Programm. Da konnte man sich ja Windows 11 schon herunterladen und viele haben das ja schon gemacht, um sich damit auseinanderzusetzen. Ich hätte das früher auch so gemacht, weil ich wäre auch total gierig aufs Windows 11 gewesen. Ich muss sagen, mich hat das von Anfang an schon interessiert gehabt, weil mich schon die Optik sehr angesprochen hat und ich wusste, da tut man mal ein bisschen mehr Schrauben, als es beim Windows 10 der Fall gewesen ist. Obwohl Windows 10 meiner Meinung nach auch nicht schlecht gewesen ist. Es war sehr performant und es hat seine Arbeit auch gemacht. Gut, das sind jetzt so diese Einstellungsmöglichkeiten, die wir hier haben. Ja, mehr gibt es da jetzt in dem Punkt auch nicht. Ja. Wie ihr sehen könnt, Windows hat so, was die Bedienungsfreundlichkeit betrifft, einiges verbessert. Gerade wenn es jetzt hier um den Punkt geht, dass jetzt auch mal die Dinge hier eine ausgeschaltet werden können, finde ich das sehr praktisch. Gab natürlich bei Windows 10 auch schon, dass hier in so eine Leiste war. Und da konnte man natürlich auch schon einiges machen. Also das ist jetzt nicht ganz neu, ja, aber es ist halt hier, sage ich mal, bedienungsfreundlich umgesetzt worden und man hat so den Fokus auch auf die Dinge, die einen interessieren. Okay, kommen wir zu dem Task Manager in Windows 11. Und da hat sich auch einiges getan. Zum einen ist er jetzt halt auch in der Dark-Optik verfügbar, was natürlich mega cool ist. Und ansonsten habt ihr jetzt auch ein bisschen mehr Details drauf. Also sind jetzt zum Beispiel hier die ganzen Optionen. Die Datenträger hier, Ethernet-Verbindung, Grafikkarte, Arbeitsspeicher und die CPU selbst. Man könnte das aber auch soweit ich weiß verschieben. Ne, lässt sich doch nicht verschieben. Ich dachte, man kann die Anordnung ändern. Gut, dann haben wir hier nochmal den Punkt App-Verlauf. Das ist extrem cool. Kann man nämlich zum einen mal sehen, wie es mit der App-Zeit aussieht. Welche App hier am meisten Netzwerkauslastung macht, wie es mit den Benachrichtigungen aussieht, finde ich jetzt nicht so interessant. Weitere Möglichkeiten, das Ganze jetzt zu strukturieren, also zu ordnen, gibt es hier leider nicht. Autostart von Apps, ja, das ist klar. Das ist quasi alles, was jetzt beim Windows-Start geladen wird, ja, das wird hier entsprechend aufgefertigt. Ihr seht, da tut dich so ziemlich jeder hier gerne reinhauen, ja. Also das macht keinen Spaß. Da muss man natürlich gucken, dass man die Apps, die man nicht braucht, ja, geht dann einfach hin. Zum Beispiel hier
macht dann einfach deaktivieren, fertig, Punkt, aus. Und dann wird hier auch deaktiviert. Und auch hier ein Edge könnt ihr auch deaktivieren. Braucht ihr nicht. So. Und alle Apps, die ihr nicht braucht, ja, hier auch wieder cleaner, ja. Zack, weg damit. Und dann wird er natürlich auch nicht mehr beim Start geladen, ja. Das macht eine Menge aus, gerade bei den Dingen, wo dann halt die Auswirkungen eher hoch sind, ja. Hier, das war zum Beispiel ein Punkt, der hat immer den Start ziemlich hinausgezögert. Und alles andere, sag mal niedrig, das ist jetzt nicht so die Welt, das merkt ihr nicht. Aber alles, was so in den mittleren Bereich geht, das ist merklich und da sollt ihr überlegen, ob ihr das wirklich braucht. Gut, Benutzer ist klar, das ist jetzt hier mein Benutzer. Dann seht ihr jetzt halt, was der Benutzer so aktuell verbraucht. So, hier haben wir nochmal die Details. Das betrifft übrigens die Dienste, wie ihr sehen könnt. Da könnt ihr nämlich auch ganz gut sehen, wie es mit der CPU-Auslastung gerade aussieht. Welche Dienste gerade viel Leistung und viel Arbeitsspeicher verbrauchen und was das für Dienste genau sind. Ja, ist ähnlich den Diensten, wenn man jetzt hier hinschaut. Dann haben wir hier auch nochmal die Möglichkeit, hier die Dienste auch entsprechend zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ja, dass man sagen kann, hier der Dienst wird jetzt zum Beispiel deaktiviert. Sollte jedenfalls, wo ist es denn hier? Ne, hier ist es. Genau, alle Microsoft-Dienste ausblenden, könnt ihr auch nochmal machen. Schau mal gerade mal. Eigentlich ungewünscht, dass ihr hier alle direkt markiert. Normalerweise sollte man hier die Möglichkeit haben, die Dienste zu deaktivieren. Hat, wenn das nicht geht, wie in diesem Fall jetzt gerade, in diesem schönen Beispiel hier, ist kein Thema. Ich glaube, das ist bei Windows Tools drin wahrscheinlich. Ah, ist das auch alles neu aufgeführt. Ist ja auch interessant. Wow, jetzt soll überlaufen das Ganze. Ja, also das will ich jetzt nicht ganz Windows hier erklären. So, ich gebe jetzt das MS-Config ein. Und bei MS-Config, da habt ihr ja auch die Möglichkeit, Dienste ein- und auszuschalten. Ja? Ist ja auch die Möglichkeit gegeben. Da könnt ihr vor allen Dingen auch ganz gut sehen, welche Dienste jetzt gerade ausgeführt sind. Und welche nicht. Wenn ihr dann die Dienste zum Beispiel deaktivieren möchtet, dann müsst ihr das über die Windows Tools hier tun. Hier sehen wir auch, dass bei den Windows Tools extrem viel da ist. Also da hat sich einiges getan, im Vergleich zu früher jedenfalls. Da haben wir einige Möglichkeiten hier, etliche Optionen auch auszuführen. Auch die Windows PowerShell ist auch klasse. Also, ne, echt super. Das haben sie ja alles entsprechend aufgeführt, so dass man das alles in einem Blick hat. Was wir allerdings brauchen, das sind die Dienste hier. Und dann geht ihr drauf, ja, wenn ihr jetzt irgendwelche Dienste nicht braucht. Das trifft dann gerade Leute, die so ein bisschen Ahnung haben beim Optimieren. Und wenn ihr den Dienst nicht braucht, dann könnt ihr da hingehen und könnt ihr sagen, hey, den Dienst deaktivieren, aktivieren. Also ich zeige jetzt einfach nur mal an diesem Dienst hier. Ne? Und dann könnt ihr das Ganze entsprechend optimieren. Da sage ich mal, die Optimierung von Windows wird über solche Dinge hervorgehoben. Ja? Dass man halt schaut, okay, das sind jetzt alles Dienste, sage ich mal, wenn man jetzt Dienste identifiziert, die man nicht braucht. Ja? Das sehe ich zum Beispiel hier in Android Create Service, den bräuchte man jetzt unbedingt.
Ja, es gibt alles Punkte, die man nicht unbedingt braucht. Und diese Punkte, die Kindersicherung, solche Sachen, ja, oder Fax, solche Sachen, alles, was man nicht unbedingt, alles so, alles Punkte, die man nicht unbedingt braucht, die könnt ihr hier natürlich deaktivieren. Und dadurch muss Windows diese ganzen Dienste nicht mehr starten, was natürlich einen schnelleren Systemstart und natürlich weniger Ressourcenbelastung zur Folge hat. Was im Endeffekt natürlich ein schnelleres, performanteres Windows zur Folge hat. Das ist halt der Punkt, weshalb man hier am meisten schraubt. Aber passt bitte auf, was ihr da macht, welche Dienste ihr aktiviert, beziehungsweise deaktiviert, damit ihr euch da nicht ins Knie schießt, sage ich mal. Ist auf jeden Fall cool, weil hier gibt es wirklich eine ganze Menge Möglichkeiten. Auch hier Speicherdiagnose ist auch eine tolle Geschichte, ja. Oder müsst ihr das Windows halt neu starten, weil ansonsten könnt ihr den Speicher einfach nicht gescheit durchsuchen. Weil Windows selbst braucht auch einen gewissen Speicher. Ja, das sind nochmal hier die Systemtools. So. Kommen wir aber wieder zum Taskmanager zurück. Und da haben wir auch, wie gesagt, den Punkt nochmal Dienste, ne? Da könnt ihr auch den Dienst hier, könnt ihr auch den Dienst starten, beenden, neu starten, Dienst öffnen. Könnt ihr auch machen. Ne? Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich welchen Dienst hier ich öffne. Zum Beispiel hier. Dienst öffnen, dann macht ihr hier genau das Fenster auf. Ne? Also kommt über den Taskmanager auch in diesen Bereich rein, so wie ich damit sage. Okay. Gut, das sind jetzt, denke ich mal, die größten Erneuerungen dabei. Da haben wir nochmal die Ansicht, und zwar alles erweitern. Da werden die einzelnen Systemprozesse nochmal genau aufgegliedert, ja, wie so ein Crease im Baum. Da könnt ihr es genau sehen, was genau jetzt gerade die Load verursacht, ja. Weil ansonsten würde ja nur Terminal stehen zum Beispiel. Ne? Ein Terminal würde dann zum Beispiel, was ich 50% verursachen. Ne, wir wissen es nicht, dass jetzt zum Beispiel das Windows Terminal 50% verursacht. Ein Runtime Broker und eine Open Konsole zum Beispiel dürfen gar nichts großartig beeinflussen. Also man kann damit einfach mal ein bisschen besser checken, was genau die Geschwindigkeit vom Windows entsprechend beeinflusst oder ins Negative zieht. Wenn man halt einen Fehler am Fehler suchen ist, ne, ist das hier. Der Taskmanager ist absolut A und O, die müssen nämlich echt gucken, wo die Leistung einfach verloren geht. Da gibt es nämlich auch noch hier diesen Effizienzmodus. Das ist auch cool, das ist nämlich auch ganz neu. Der Effizienzmodus verringert die Prozesspriorität und verbessert die Energieeffizienz, kann aber zu Instabilität bei bestimmten Prozessen führen. Möchten Sie den Vorgang fortsetzen? Ich mache das jetzt nicht, aber es gibt die Möglichkeit, das zu tun, ja. Das ist dann einfach nochmal ganz gut, wenn die Prozesse einfach deutlich weniger Leistung verbrauchen sollen. Kann aber auch nicht bei allem durchgeführt werden, wie man sieht. Terminal würde zum Beispiel wieder flach fallen. Hintergrundprozesse hingegen laufen wieder Adobe zum Beispiel hier, ja. Ich mache das jetzt einfach mal zum Testen für euch, seht ihr. Und dann ist das hier entsprechend limitiert, ja. Finde ich klasse im Effizienzmodus, dass hier die Ressourcen eingeschränkt werden, weil dann könnt ihr nämlich gerade Anwendungen, die jetzt vielleicht gerade so ein bisschen viel Leistung fressen und das unerklärlicherweise tun, oder die halt generell irgendwie manchmal echt amok laufen, könnte die damit echt super begrenzen. Finde ich eine klasse Erneuerung hier im Windows. Ja, das ist echt, also das ist aber auch erst seit dem Update da. Vorher war das halt noch nicht gegeben. Ja, ich finde generell, dass man hier durch den Taskmanager, und das muss ich sagen, da hat ja Windows, macOS einiges voraus, und das ist ja schon seit einem Jahrzehnt, dass man hier einfach viel besser sehen kann, wo der Flaschenhals ist. Wenn dann mal irgendwas ans Limit läuft, könnt ihr das hier optimal sehen, ja. Was weiß ich, wenn die CPU auf 100% ist, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn es irgendwo leckt oder so, ja. Aber wenn jetzt, oder wenn der Datenträger auf 100% ist, dann müsst ihr euch auch nicht wundern.
Und das sind halt so Punkte, da kann man das halt ganz gut sehen, wenn der Arbeitsspeicher einfach komplett ausgereizt ist. Das kann man auch bei macOS auch noch sehen, Arbeitsspeicher, aber ansonsten, ich zeige es euch gerne mal, wie das bei macOS aussieht. So sieht das bei macOS aus. Also mal so einen kleinen Vergleich zu haben. Ihr könnt natürlich auch sehen, welche Anwendung hier gerade viel Leistung frisst. Ihr könnt auch sehen, dass gerade Arbeitsspeicher ausgelastet ist. Aber ihr könnt halt nicht sehen, wie es mit der Festplatte aussieht. Wie sieht es mit der Leistung aus? Ihr könnt auch nicht sehen, also doch, das kann man hier schon sehen. An Hund für unten, wie es mit der CPU aussieht, aber mit der Festplatte könnt ihr das nicht sehen. Ihr könnt nicht sehen, ob die Festplatte ans Limit kommt. Das könnt ihr euch in etwa ausrechnen. Wenn ihr das Ganze hier, die ganzen Daten entsprechend mit denen umgeht. Aber ihr kriegt das nie richtig angezeigt. Ja, bei Windows kriegt ihr das richtig schön angezeigt. Ist echt toll. Da weiß man ganz genau, okay, die Festplatte hier, die ist jetzt hier, ne, sie hat das 0%, weil sie einfach überhaupt nicht arbeiten muss, ne, aber da weiß man genau, okay, da passt alles von der Geschwindigkeit her. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Also man kann einfach hier bei Windows super gut sehen, wenn der Schuh mal drückt. Und dann schaut euch einfach den Tastmanager an. Das ist eine klasse Sache. Der ist auf jeden Fall hier erneuert worden und ein bisschen aufgewertet worden, was ich damit sagen möchte. Und insofern, ja, ich finde ihn ganz gut. Ihr habt auch nochmal Einstellungsmöglichkeiten, wie es auch mit der Aktualisierung aussieht. Ihr könnt natürlich nochmal die Aktualisierung nach oben ziehen, das heißt auch ganz hoch. App-Verlauf könnt ihr auch nochmal gucken. Ne? Alles sind, also das sind nochmal halt nochmal die Möglichkeiten, was halt als Standard Startseite gegeben ist und was nicht. Ja. Also mich interessiert die Prozesse, aber die Leistung ist natürlich auch sehr interessant. Verlauf für alle Prozesse anzeigen, das kann man auf jeden Fall anmachen. So. Ja, also wie gesagt, ich finde das eine klasse Sache, der Taskmanager, das haben sie auch schön gemacht. Hat sich natürlich von Windows 10 jetzt nicht merklich groß unterschieden, also nicht groß abgehoben jetzt. Die Änderungen hier sind minimal, aber ich finde, die sind ganz gut und kann sich definitiv sehen lassen. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem Punkt Android Apps. Und ich zeige euch das jetzt am besten mal anhand des Beispiels, dass ich das Ganze so mit euch mal installiere. Ja. Wir gehen jetzt erstmal in den Microsoft Store. Ihr könnt jetzt auch Android Apps auf Windows 11 laufen lassen. Natürlich eine klasse Sache. Ne? Und wenn ihr jetzt mal langsam geladen habt, der gute. So, dann haben wir es hier. Genau, wir müssen jetzt hier laden. Und können wir darüber auch die Apps installieren. Ja, ich konnte leider die Installation auch am nächsten Tag nicht durchführen. Hier nochmal das Fenster rechts und das hat auch da nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum, aber es ist leider nicht funktional. Ja, wie wir hier sehen, läuft das gerade nicht. Also er will das wohl nicht installieren, warum auch immer. Sehr schade, dass das nicht funktioniert. Ich hätte euch nämlich gerne mal gezeigt, dass auch Android Apps auf dem Windows hier funktionieren. Das ist nämlich seit dem Update so. Aber ja, wenn man so diesen Vorführeffekt hat, dann ist es halt so. Bei mir funktioniert es nämlich gerade nicht. Ich müsste wahrscheinlich nur booten, um das zum Laufen zu bringen. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, da jetzt groß rumzufummeln. Ich wollte euch das damit zeigen. Wenn es nicht funktioniert, dann beachtet das bitte, dass es bei euch vielleicht auch nicht funktionieren kann. Ja, es hätte jedenfalls funktionieren sollen. Auf Windows 11 könnt ihr natürlich auch ältere Spiele spielen, ist alles kein Thema. Also hier zum Beispiel Command Conquer General Zero Hour, ein 20 Jahre altes Spiel und das läuft noch 1A, keine Abstürze, nichts. StarCraft 2, Age of Empires und solche Spiele, alles ohne Probleme. Neue Spiele wie Command Conquer Remastered zum Beispiel laufen auch ohne Probleme. Also da muss man sagen, spieltechnisch ist Windows 11 wirklich klasse. Sicherlich wird Windows 10 performancemäßig vielleicht ein Stück weit besser sein, aber Windows 11 hat ja schon mit einigen Patches danach gesorgt und daher solltet ihr da keine Probleme haben. Jetzt mal zum Snap-Layout und wenn ihr jetzt mehrere Fenster offen habt, ich habe jetzt hier mal einige aufgemacht, dann könnt ihr das zum Beispiel auswählen. Drückt ihr einfach die Windows-Taste und Z und dann wählt ihr das quasi aus.
Könnt ihr mal die hier nehmen. Der hat das dann so aufgeführt. Das ist eine mega coole Geschichte. Das ist eine coole Sache, dass man sich so Fenster so anordnen lassen kann. Das ist jetzt nicht angeordnet gewesen, das eine, ne? Aber das ist aber die anderen hier. Und dann schaut man wieder die ganze Anordnung da. Also ich finde das schon ganz gut. Ist halt auch eine Erneuerung bei Windows. Gerade seit dem Update. Und ja, tut sich auch auf jeden Fall viel Beliebtheit erfreuen. Dass auch ein bisschen mehr Ordnung auf dem Desktop ermöglicht. Windows hat ja auch eine Malware-Software dabei, das heißt, die Malware erkennt. Und ich glaube, die hieß genau Smart App Control. Die ist natürlich deaktiviert, weil ich ja schon hier irgendwie einen Scanner habe. Ich habe den Kaspersky hier am Laufen und der tut auch seinen Dienst. Aber ansonsten könnt ihr das hier natürlich nochmal entsprechend aktivieren und empfehle ich euch natürlich auch, wenn ihr keine Software habt. In der Regel muss ich sagen, ist Windows mit der hauseigenen Software eigentlich schon ganz gut bedient. Und bei Windows gibt es natürlich auch nochmal hier, was das Wetter betrifft, News betrifft, auch nochmal so eine App. Hier unten habt ihr dann die ganzen Informationen auf einen Blick, also auch News, DAX und solche Sachen, also alles was so in der Welt passiert, ist dann hier quasi aufgeführt. Ist interessant, wenn man halt mal so ein bisschen Infos haben möchte. Mich interessiert eigentlich immer nur, wie warm oder kalt es draußen ist. Dann kann ich mich so ein bisschen drauf besser vorbereiten, wenn ich noch das nämlich so im Blick habe. Ansonsten wird hier nochmal unten auch nochmal hier in dem Bereich aufgeführt, wenn es jetzt hier Benachrichtigungen gibt. Und natürlich auch nochmal das Datum hier. Ne? Und da habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, hier unten das mit Fokus einzustellen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagen wollt, ihr müsst jetzt 60 Minuten absolute Ruhe haben, nicht gestört werden, wie gesagt, ne, dann drückt ihr einfach da drauf. Und dann ist hier der Fokus entsprechend aktiv. So, sagen wir mal ja, erlauben. Und dann läuft das hier genauso so ab. Und schon wird man nicht mehr gestört. Und man kann ganz gediegen in Ruhe arbeiten und nichts wird einem mehr den Flow unterbrechen. Eine klasse Sache, wenn ihr den nicht mehr braucht, fertig seid, drückt ihr einfach auf Stopp und dann könnt ihr irgendwann wieder den Fokussitzung wieder starten oder die Pause überspringen. Ist klasse, von daher eine schöne Funktion, weil manchmal wird man doch ein bisschen genervt von allen möglichen Benachrichtigungen und dann ist das doch sehr hilfreich. Ja, hier machen wir noch die Fotos-App und da werden dann halt die ganzen Bilder gespeichert. Ich habe die jetzt bei mir nicht, wie gesagt, nicht in Benutzung, weil ich ja bei mir alles auf dem macOS habe. Aber ansonsten ist das hier alles hier entsprechend zu finden. Sind natürlich auch hier vom OnDrive drauf und auch von Apple seht ihr auch hier das Logo von iCloud. Ne? Seht ihr auch, dass ihr hier so ein paar so und natürlich auch die Favoriten sind hier auch aufgeführt. Ja. Ist recht einfaches und übersichtliches Programm. Ihr könnt auch Dinge importieren. Andererseits ja, muss natürlich das Gerät das angeschlossen sein. Also ihr könnt das mit irgendwelchen Files einfach so reinschieben. Das scheint nicht gegeben zu sein. Von den Optionen her, ja, seht ihr, das ist relativ ja, überschaubar. Ist ja mehr oder weniger das Pendant zu den Fotos ne, von Apple. Er zeigt auch nur die Fotos von Apple auch gerade hier an. Also, das sind jetzt die lokalen hier. Und dann zeigt er hier unten die schon von Apple an. Ja. Könnt ihr sehen. Ja. Deswegen zeigt er auch hier so viele an. Ansonsten wären das nicht so viele. Dann gibt es hier nochmal die Möglichkeit, mehrere Desktops zu etablieren. Wenn jetzt zum Beispiel der Desktop hier voll ist, dann braucht ihr noch einen Desktop, dann könnt ihr auch nochmal einen legen. Und dann könnt ihr hier entsprechend zwischen den Desktops dann umschalten. Jetzt gehen wir hier hin, machen das auf.
Okay, also das heißt, das tut die Start-Icon, also die Icons, die wir hier auf dem Desktop haben, die du auf jedem einblenden. Die sind überall drauf. Ist natürlich ein bisschen schade, weil es gibt sicherlich auch etliche Leute, die ihren Desktop halt zugemüllt haben und sich dann gefreut hätten, dass sie dann mal ein bisschen mehr Platz haben, um da irgendwas zu bewerkstelligen. Ja, ansonsten ist es halt wirklich nur für die Fensteranordnung, wie ihr sehen könnt, dass ihr einfach, wenn ihr da eine ganze Menge Fenster habt, also ich, wenn ich jetzt hier alles Mögliche hier aufmache und dann hier auch, ja, und dann gehe ich jetzt hier hin und gehe auf meinen Desktop zurück, dann ja, habe ich da wieder komplett die Ruhe. Und so habt ihr halt wieder die ganzen Fenster hier wieder direkt oder halt hier, ne? Also das finde ich schon ganz gut gemacht, auch auf jeden Fall eine schöne Funktion, die man hier in Windows hat, um einfach ein bisschen übersichtlicher zu arbeiten. Ja, ich mache den jetzt mal hier groß, damit wir einfach mal das ganze Bild haben. Wenn ich das mit der Cookie-Meldung so sehe, dann kommt mir das schon stellenweise vor, als wäre das hier ein Online-Editor. So, ich werde den mal hier an die Taskleiste anheften, weil ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Können wir mal hier ein Medium importieren. Ich habe hier garantiert irgendwo ein Filmchen drauf. Und gucken wir mal. Ja, keine Ahnung, was das hier ist. Oh, okay, das ist ein Hamster. Okay, ja, das wäre in Ordnung, das können wir mal importieren. Wo ist es denn jetzt hier? Wo ist denn der Hamster? Okay. Interessant, so der Hamster lässt sich jedenfalls hier nicht per Drag and Crop reinkopieren. Ich muss ihn wahrscheinlich hier reinschieben. Hm? Okay, ah, oh, verstehe, vielleicht deswegen. Ich denke ein bisschen zu. Ja, so intuitives Bearbeiten ist hier schon, aber wenn wir da halt nicht den Editor offen haben, dann geht das. So, dann schiebe ich es einfach hier rein. Ich kann hier nochmal einen Text hinzufügen, was ich. Ich habe hier so einige Auswahlmöglichkeiten. Kommt bestimmt cool. Könnt ihr es hier so hinlegen, ne? Und dann könnt ihr hier einfach einen Text kreisförmigen, macht ihr hier. Mein toller Hamster. Und dann wird das eigentlich hier, müsste das jetzt hier so. Genau. Das nochmal so einen großen, müsste eigentlich auch wieder weggehen, ne? Ja, genau. Und was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Schauen wir uns mal das Ganze an. Hier Grafiken, Überlagerung. Können wir hier ein Schneckchen noch reintun. So, kann man das zum Beispiel hier hin tun. Ich finde die Optionen gar nicht mal so übel, ne? Ich tue ja viel mit Videobearbeitung machen in letzter Zeit. Aber auch den habe ich mir noch nie angeschaut, finde ich aber ganz ulkig. Aber man kann ihn auf jeden Fall auch intuitiv bedienen, das kann man hier ganz gut sehen, weil ich habe ihn wie gesagt noch nie angehabt, das ist auch noch nie benutzt. Ah, es kommt cool, oder? Das ist mega. Machen wir mal diese Schneckchen wieder raus. Machen wir jetzt den hier hin. Das sieht ja lustig aus. Schade, dass er nicht transparent ist, sehr cool gekommen. Aber wenn ich das richtig, also ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert. Genau, jetzt wird es nämlich, jetzt ist nämlich die Schrift nämlich im Vordergrund und dann kommt erst. Hä? Okay, stopp, vergiss es. Da habe ich einen Fehler gemacht. Oh, so muss ich jetzt zwischenzeiten. Jetzt funktioniert das ganz gut. Jetzt wird man gleich das Männchen hier sehen. Genau. So, ja, auf jeden Fall ganz pfiffig. Stock-Videos, das ist dann ja, ah, sogar einige kostenlos.
Finde ich cool. Hier kann man sogar so ein Subscribe machen. Ja. Ah. Geil, oder? Ja, geht doch, ey. Gibt es mehrere Möglichkeiten, Subscribe zu machen. Also da gibt es auch mehrere anzeigen zu lassen. Also ich finde, wenn man so überhaupt keine Ahnung hat und überhaupt keinen Videoeditor benutzt, dann ist das schon eine coole Geschichte hier. Okay, da muss man dann upgraden. Ja, also alles, was kostenlos ist, das könnt ihr so direkt nutzen. Also wie das hier zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wie das mit den Seiten ist. Das schauen wir gerade mal, wie das. Ach so, okay. Also total easy, Leute, also echt extrem easy. Wenn ihr euch damit ein bisschen beschäftigt, dann ist es ja alles kein Thema. Hier auch nochmal Übergänge, das können wir auch gleich mal mit Übergängen versuchen, kein Thema. Ich nehme das hier. Das finde ich ein bisschen schade, dass man das nicht einfach hier so rein kopieren kann. Das finde ich doof. So, dann muss man hier auf Medien importieren gehen, beziehungsweise eigentlich. Ich würde sagen, einfach nur hineinschieben. Hier. Müsste eigentlich auch drin sein. Da ist er auch. Genau, dann gehe ich hier hin und dann tue ich einfach hier. Okay, das hat erst gerade so ein bisschen suboptimal gemacht, aber das ist ja auch in Ordnung. So, und dann kann man hier einfach hingehen, bei Übergänge, ja. Ich finde den hier so cool. Und dann kann man den hier einfach hin tun. Zack. Und dann wird der Übergang hier, ich zeige euch gerade mal, zack, gemacht. Also extrem cool. Und ja, sind wir den. Schneiden könnt ihr die Videos natürlich auch. Da nehmt ihr einfach hier die Schere und dann ist das hier geschnitten. Und wenn ihr dann sagen wollt, okay, ich will das jetzt hier mit einem Übergang reinmachen. Okay, es geht nicht jeder, wie es aussieht. Also da sind auch Begrenzungen drin oder was? Ja. Ne, das geht. Obwohl, was war? Achso, okay. Verstehe. Das sind so, da ist so ein Premium-Icon, das könnt ihr sehen. Seht ihr das? Dieses hier. Also dann, das da, die gehen halt nicht zu nutzen, aber alle anderen können die dann nutzen. Ich habe jetzt gerade das mit dem Herzchen hier genutzt. Komisch, eigentlich hätte das mit dem Herzchen gerade sein müssen. Gucken wir mal. Überhaupt kein Effekt stattgefunden gerade. Okay, der ist noch nicht gepuffert, stehe. Der hat es noch nicht geladen. Jetzt müsste es aber haben, oder? Nee. Kann ich jetzt gerade nicht so nachvollziehen, warum er das nicht gemacht hat. Vielleicht. Können ja mal einen kreisförmigen Wirbel hier machen. Verstehe ich nicht. Schalten, mich jedes Mal jemand anschreiben, wenn ich gerade ein Video aufnehmen bin. So, ja, keine Ahnung, warum das nicht geht. Könnt ihr auf jeden Fall, wie ich hier sehe, den Übergang auch verschieben. Nee. Ihr könnt allgemein das Video verschieben. Also wenn es zu lang ist, ja, könnt ihr das auch einfach so verschieben. Könnt es aber auch länger machen. Das ist auf jeden Fall Final Cut auch genauso gemacht. Ja, bis auf dass der Übergang jetzt hier nicht so funktioniert, wie er soll. Ein schönes Programm, finde ich. Gibt es noch so ein Markenkit? Ist auch Premium-mäßig. Farben auch Premium. Logos wird auch Premium sein, ja. Ja, aber trotzdem, ich finde, damit kann man so eigentlich recht viel machen. Audio ist gut, muss man importieren. Bilder dann auch. Okay, cool, da kann man das sogar quasi mehr oder weniger dann direkt machen, dass man dann die Kamera mit
mitmacht und die Aufnahme direkt macht. Und hier kann man, wie man sieht, dann hier so eine Bildschirmaufnahme hier sogar unten machen. Ne? Und das Ganze dann hier einfügen, wie es aussieht. Machen wir jetzt auch gerade mal so eine Bildschirmaufnahme. So. Jetzt immer hier freigeben. Teile. So. Und jetzt nimmt er das hier quasi auf über das Windows hier. Und jetzt gehen wir einfach mal wieder auf. So, und dann können wir das hier, seht ihr? Ey, das ist schon cool. Finde ich gut. Also das ist echt eine Sache, die hat ja nicht jedes Programm dabei. Wie ihr sehen könnt, hier haben wir es jetzt als Block dabei. Ja. Jetzt können wir erst nochmal mit dem Übergang probieren. Ja, würde mich mal interessieren, ob das Ganze jetzt funktioniert. Nehmen wir den hier. Ja, jetzt hat es funktioniert. Ja, seht ihr, also klar, die Aufnahmequalität ist jetzt richtig mies, weil ich jetzt auch hier über Fernwartung das Ganze mache. Also bitte nicht wundern, da ist die Qualität meistens sowieso nicht gerade so berauschend, aber vielleicht, ja, ich nehme an, dass man das auch eventuell noch einstellen kann. Ich weiß nicht, wie es das am Rechner genau ist, aber ich mir das mal anschaue, ja. Ich finde, das geht. Dass ich mir hier auf groß mache. Man darf nicht vergessen, und es wird wahrscheinlich hier genauso sein wie bei Final Cut auch, dass das Ganze erstmal eine schlechtere Auflösung anzeigt. Würde mich nämlich jedenfalls nicht wundern. Bei Film ist das was anderes. Also hier, wenn man das so sieht, da fällt es einem nicht so extrem auf. Aber hier dann schon eher, wo es in Schrift ist. Das ist bei Final Cut auch so, da werden dann die ganzen Sachen erstmal so ein bisschen unscharf gezeigt. Ich weiß es halt aber auch nicht, ob das jetzt unscharf bleibt. Schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall eine schöne Funktion. Und ich werde es nochmal am Rechner hier prüfen, wie das da aussieht. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass es genauso aussehen wird. Wenn ich nichts dazu sage, dann wird es auch genauso aussehen wie hier auch, ne? Also. Gut, das wäre jetzt dieser Clickchamp. Ich glaube, mal mehr muss ich euch dazu eigentlich nicht zeigen. Hier gibt es auch nochmal Dinge wie Untertitel, Audio, Filter gibt es auch nochmal. Ja, habt ihr dann so Filter zur Auswahl, seht ihr, wie das dann läuft, ja, hier zum Beispiel. Also da gibt es viele Spielereien und ihr könnt natürlich auch noch die Farben und so ein bisschen anpassen. Ne? Gibt es auch die Möglichkeit, das von der Geschwindigkeit her zu machen. Ne? Dann hier, wenn es sich die Geschwindigkeit, wenn wir 16 Mal nehmen zum Beispiel, dann ist das Ganze ja halt deutlich kleiner, ja. Geht das halt so ruckzuck. Ja, aber das ist, wenn ich mal das Bild hier sehe, gerade eben, wo ich das Video gemacht hatte, machen wir mal hier von dem Video, weil dann tun wir das jetzt mal gerade so richtig schön ausschließen. Wir warten das genommen. Sonst wird es genauso aussehen. Das lag jetzt einfach nur daran, dass das Video einfach zu schlecht ausgesehen hat. Seht ihr? So, können wir speichern und bearbeiten. Das haben wir jetzt auch drinnen. Ja. Gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an am Rechner, aber ich gehe davon aus, dass es wie bei Final Cut auch ein bisschen schlechter angezeigt wird in der Videobearbeitung, als es dann wirklich ist, weil es ist halt schwer. Ja, Videobearbeitung entsprechend zu bearbeiten, ohne dass man dann Ewigkeiten braucht. Jedenfalls eine schöne Sache, auch hier mit den Farben und den Filtern. Audio ist halt kurz komplette Audio gemeint, beziehungsweise hier vom einzelnen Clip. Könnt ihr auch das Audio trennen machen, dann ist es hier unten drunter, seht ihr? Also es ist sehr, sehr intuitiv zu bedienen, ich würde sagen, ähnlich wie bei iMovie, ist ja auch sehr intuitiv zu bedienen. Macht eigentlich eine ganz gute Figur für alle Leute, die jetzt mal ganz schnell ein Video bearbeiten wollen, das einfach nur zufälligerweise machen, beziehungsweise nicht regelmäßig machen und kein professionelles Niveau benötigen.
Für die ist dieses Programm absolut in Ordnung. Also ihr könnt hier alles machen, ihr könnt die Videos schneiden, also ihr könnt auch einfügen und solche Dinge, ne? Also das ist alles kein Thema, ja. Könnt auch hier, seht ihr, duplizieren machen zum Beispiel und dann habt ihr den Clip direkt wieder, ja. Ihr könnt den ja auch beliebig schneiden, ne? Alles kein Thema, ja. Wie ihr Lust und Laune habt, könnt ihr den schneiden. Also könnt ihr es auch rückgängig machen, wenn ihr sagt, okay, das war jetzt keine coole Option. Dann macht ihr den ganzen Schritt einfach rückgängig. Ja. Es ist ein sehr intuitives Programm. Das muss man sagen, finde ich echt gut. Wenn ihr die Fläche hier nicht braucht, könnt ihr es auch wieder schließen. Also, gute Frage ist natürlich noch, das ist, glaube ich, auch eine sehr interessante Frage. Wie sieht es mit dem Export dieser ganzen Geschichte aus? Probieren wir das nochmal kurz aus. Ja, ich habe jetzt da Lücken drin, das ist Wayne. Und die haben ja, also kriegen wir hier bis zu Full HD. Das richtet sich aber in der Regel immer nach der Aufnahme, also nach dem Eingangssignal. Das hier ist Full HD, was ich reingegeben habe. Deswegen bietet er auch nur Full HD an. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man ihm ein 4K-Signal gibt, er auch 4K wiedergeben kann. Also, so läuft das bei Final Cut, bei iMovie, so läuft das bei den meisten Videobearbeitungsprogrammen. Jetzt haben wir hier auch die Möglichkeit, das Ganze nochmal direkt in YouTube hochzuladen. Das haben auch bieten auch einige Programme an, aber hier bietet er doch eine ganze Menge an Programmen an und ist jetzt scheinbar schon dabei, das Video hier zu erstellen. Was mich so ein bisschen verunsichert, ist die Geschichte mit dem Videolink erstellen. Ja, als hätte er das Video jetzt irgendwo hochgeladen und würde es jetzt da online quasi durchziehen. Ich gucke jetzt gerade mal einen Taskmanager an, was der jetzt läuft hier. Also es ist jetzt nicht gerade viel. Wenn ich in der Leistung schaue, die Grafikkarte ist jetzt ein bisschen in Bewegung, aber ist jetzt wirklich nicht weltbewegendes. Aber gut. Ja, auf jeden Fall funktioniert es, wie ihr sehen könnt. Das war ja einfach nur mal zu so zeigen, wie das Ganze hier funktioniert. Ja, soll ja jetzt kein mega Video werden, einfach nur mal zeigen, wie diese neue Funktion hier in Windows 11 funktioniert und dass es auch ganz praktisch ist. Ich bin, wie gesagt, von dem Windows hier ganz begeistert. Muss sagen, dass es von den ganzen Windows-Versionen doch viele nützliche Programme enthält und auch so ganz angenehm läuft und man damit ganz gut arbeiten und auch spielen kann. Und auch spielen habe ich hier gezeigt, ist ja auch alles kein Thema. So, das wäre es jetzt für Windows 11 und ich muss sagen, es ist ein schönes Betriebssystem geworden. Es ist natürlich nicht so überragend, wie man sich es am Anfang erhofft hat und Microsoft hat noch einen Weg vor sich, aber ich finde, es ist schon mal ganz gut geworden und mich hat es persönlich auch mehr angesprochen als die anderen Windows-Versionen. Man muss sagen, dass Microsoft hier bei der Technikschraube schon einiges gedreht hat. Sicherlich war es beim Gaming-Bereich eher ein paar Schrauben zu viel und auch nicht gut gedreht, aber das hat sich ja jetzt auch im Laufe der vielen, vielen Monate geändert und so kann ich sagen, Windows 11 ist jetzt auch für Gamer auf jeden Fall attraktiv geworden. Allgemein muss ich sagen, wer umsteigen kann, der sollte es schon tun. Windows ist natürlich ein System, das einen reinen Online-Zwang hat. Das heißt, wenn ihr kein Internet habt, dann geht dann nichts. Also Internetzwang ist hier ja leider gegeben. Ist natürlich immer schade und traurig sowas, aber kann man halt leider nicht ändern und ihr müsst halt auf Windows verzichten. Ne? Die Installation ging recht einfach von der Bühne weg, muss ich sagen. Ihr bräucht natürlich einen Rechner, der die Mindestsystemvoraussetzung von Windows 11 erfüllt. Da müsst ihr gerade, was das BIOS betrifft, dann einige Einstellungen vornehmen, damit das Ganze auch funktioniert. Da gibt es dann auch etliche Tutorials dazu, wie ihr das in eurem System machen müsst, wenn ihr noch Windows 10 habt und ein Update durchführen möchtet. Solange das Update kostenlos ist, solltet ihr euch das auf jeden Fall gut überlegen. Ich finde, es ist ein definitiv ein guter Schritt, das Update zu machen. Deswegen habe ich es auch schon direkt gemacht gehabt. Ich bereue den Schritt, wie gesagt, nicht, weil
Mir gefällt optisch das Windows, technisch gefällt es mir auch ganz gut. Es hat sich einiges getan und es gefällt mir bis jetzt sehr gut. Ich hoffe, dass Windows dann noch weitere Schritte macht, die gerade in die Bedienung noch ein bisschen mehr einfließen und vor allen Dingen in die Stabilität. Abgestürzt ist mir, wie gesagt, eigentlich nur, während ich mit OBS Aufnahmen gemacht habe. Und da ist es mir jedes Mal abgeschmiert. Über die Capture Card allerdings nur. Und das ist mir vorher aber auch nicht passiert. Ich habe vorher auch ganz viel mit dem Rechner gespielt und getan und gemacht. Und es ist nie was passiert. Also da muss man sich absolut keine Sorgen machen. Zumindest auf meinem System, das ich selbst zusammengeschustert habe, läuft Windows 11 absolut prima. Ein sehr stabiles System. Und ich habe auch schon mal den Strom weggenommen und solche Dinge. Also alles, was Windows eigentlich nicht so gerne hat, hat es schon von mir hin wieder mal abbekommen. Und es läuft trotzdem sehr gut. Performance, muss ich sagen, ist vergleichbar mit Windows 10. Mir ist da jetzt nichts Negatives aufgefallen. Ich muss aber auch sagen, ich bin auch keiner, der jetzt wegen 5% da rumheulen würde. Dann ist es halt so, im Großen und Ganzen möchte ich mit einem System arbeiten, das mir auch Spaß und Freude bereitet. Und da kann ich sagen, ja, Windows 11 ist auf jeden Fall für mich gesehen anstelle ein sehr gutes Betriebssystem. Trotzdem bin ich macOS weiterhin treu. Das liegt einfach daran, dass ich beim Arbeiten einfach viel routinierter dort bin und auch die ganze Software dort jetzt habe und an Windows eigentlich nur am Spielen bin oder wenn es halt nicht anders geht. Obwohl ich früher echt ein Windows-User gewesen bin, schlechthin. Ich habe ja auch schließlich darauf gelernt und alles. Als Techniker kenne ich mich mit Windows eigentlich auch am besten aus, aber mittlerweile halt auch am Mac ganz gut bewandert. Ja, das wäre wie gesagt alles zu dem Windows hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zu Windows 11 habt, die ich euch vielleicht beantworten kann, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt es gerne in den Kommentar rein. Ihr könnt da mal gerne reinschreiben, welches Betriebssystem ihr installiert habt, warum ihr dieses Betriebssystem nutzt. Würde mich einfach mal selbst interessieren. Da sind ja auch die Anforderungen ganz unterschiedlich und manche haben ja auch keinen Bock, großartig immer das neueste Betriebssystem laufen zu haben. Ich habe schon viele noch gesehen, die noch Windows 7 im Einsatz haben. Hatte ich ja übrigens auch eine ganze Zeit lang. Ist ja auch ein ganz gutes System gewesen. Von daher, ich bin mal gespannt, wie es bei euch aussieht. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss. So, und jetzt zeige ich euch noch den Video-Editor. Der heißt Clipchamp.